Irgendwie scheint es derzeit relativ fad zu sein. So denkt man, wenn man sich die Oberfläche betrachtet, aber untergründig, so hat man zumindest im Bauchgefühl oder habe ich im Bauchgefühl, da brodelt es ganz gewaltig. Denken wir an Taiwan. Da hat der Taiwan gestern gesagt, also wenn China uns annektieren will, werden wir bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. China provoziert mit Truppenbewegungen in der Straße von Taiwan. Die Amerikaner schicken einen Flugzeugträger in die Straße von Taiwan. Das wird also immer heißer, diese ganze Geschichte. Wird in Deutschland relativ wenig drüber berichtet. Das ist das eine. Auf der anderen Seite diese Geschichte um die Ukraine, Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze. Eine Eskalation, die sich hier abzeichnet zwischen den USA und Russland. Also geopolitisch ist einiges in der Mache. Da scheint es wirklich zu brodeln, während die Märkte in so eine Art Wachkoma gefallen sind. Derzeit die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden sehen. Interessantes passiert aber auch in Sachen Bitcoin. Da hat gestern der Tech-Investor Peter Thiel gesagt, ja, man müsste mal drüber nachdenken, obwohl ich ein absoluter Krypto-Fan und Bitcoin-Fan bin, so Peter Thiel. Ganz ähnlich wie ich, gell, hat er gesagt. Also das könnte man natürlich auch sehen als Waffe in der Hand der Chinesen, eine Art Finanzwaffe in der Hand der Chinesen, denn damit können sie nicht nur alle Fiat-Währungen attackieren, sondern vor allem den Dollar, den US-Dollar als Leitwährung attackieren. Das sei sozusagen möglicherweise so ein bisschen das trojanische Pferd der Chinesen in Richtung USA, mach ihre Währung kaputt, denn das ist ja sozusagen die Atombombe der Amerikaner, so wie es früher die D-Mark, die Atombombe Deutschlands war vor der Wiedervereinigung, wie die Franzosen immer wieder gesagt haben, so ist eben der Dollar faktisch das Machtinstrument schlechthin. Und wenn ich den Dollar so ein bisschen anschießen kann, etwa durch eine Kryptowährung wie Bitcoin, dann habe ich vieles gewonnen aus Sicht der Chinesen. Zwei Drittel etwas nach meiner Kenntnis des Bitcoin-Minings erfolgte ohnehin in China, also hier der größte Produzent, meistens mit Kohlestrom. Umweltfreundliche Bitcoin-Fans verweisen dann gerne auf Paraguay, wo dann einer schon mal einen halben Bitcoin gemeint hat mit irgendwie Wasserkraftstrom. Aber sei es drum, jedenfalls ist das eine interessante Perspektive, denn damit könnten die Amerikaner sehr schön eine neue Regulierung an die Kandaren nehmen, dieser Kryptowährung durchaus gut begründen. Das könnte die Fed sehr gut begründen. Das ist ein sehr schlagkräftiges Argument auch für die US-Politik. Guckst du, Bitcoin, das ist natürlich letztendlich ein Einfallstor für die Chinesen, um unseren Dollar kaputt zu schießen. Eine sehr zwingende Argumentation, die hier Peter Thiel macht aus Sicht der Amerikaner. Damit hat er wahrscheinlich eine Tür geöffnet, in die andere hineingehen werden. Wir haben gestern gesehen, Bitcoin relativ deutlich gefallen, 5% oder so, jetzt wieder ein bisschen erholt. Aber es wird schwieriger, immer bei dieser 60.000er Marke, da tut sich Bitcoin bisher schwer. Gleichwohl, es gibt sehr viele Zuflüsse in Bitcoin. Hier sehen wir mal Bitcoin Funds. Und Gold-ETFs, dann sehen wir, es sind 20 Milliarden aus Gold ausgeflossen, rausgeflossen, 7 Milliarden in Bitcoin reingeflossen. Bitcoin für jüngere Leute scheinbar das Asset schlechthin, dagegen Gold so ein bisschen als Boomer-Vehikel. Mal sehen, ob das sich so bewahrheitet. Der große Test für Bitcoin, wie sieht es aus, wenn mal wirklich fette Krise ist? Der ist noch nicht gemacht worden, der steht noch aus ein Stück weit. Wenn man Bitcoin und den S&P-Chart übereinander legt, dann sieht man, das sieht relativ kongruent aus. Also Bitcoin profitiert wie eben die Assets, wie Aktien, natürlich von der Geldmengenausweitung, von dieser extrem ultralaxen Geldpolitik der Notenbanken. Apropos Notenbanken, gestern, ich hatte das ja im Titel von Marktflüster schon ein bisschen angerissen, hatte Robert Kaplan von der Dallas Fed mal gesagt, ja, also wenn die ganze Corona-Geschichte vorbei ist, dann müssen wir auch mal raus aus dieser ultralaxen Geldpolitik. Die Märkte kurzfristig ein bisschen verschnupft, aber sich dann gedacht, naja, der Kaplan, der darf gar nicht wählen, der ist nicht stimmberechtigt, der aktuell, stimmberechtigt aktuell ist aber auf jeden Fall Jerome Lepaul, der heute sprechen wird um 18 Uhr bei einem Frühlingstreffen des Internationalen Währungsfonds, das natürlich wieder virtuell stattfinden wird. Und wir haben gestern das EZB, das FED-Protokoll gesehen. Interessant, sie haben gesagt, dass
eben diese ansteigenden Renditen doch klar reflektieren, dass die Wirtschaftsaussichten besser werden und dass eben auch die Impfungen einen klaren Fortschritt machen. Deswegen sei das irgendwie kein Problem. Was für ein Unterschied zur EZB, die ja in Gestalt von Lagarde und anderen klar gemacht hat, wir werden einen Anstieg der Renditen nicht tolerieren, die faktisch so eine Art implizite Zinskurvenkontrolle betreibt. Dem hat die Fed gestern letztendlich eine Absage erteilt, keine Operation Twist, also Verlängerung sozusagen der durchschnittlichen Laufzeit bei den Anleihekäufen, keine Yield Curve Control, also keine Deckelung gerade der länger laufenden Staatsanleiherenditen. Das alles passiert nicht und das ist eine ein ganz, ganz klarer Unterschied zwischen dem, was bei der EZB der Fall ist und dem, was bei der Fed der Fall ist. Wir haben hier in Sachen EZB Aussagen im Handelsblatt des EZB-Chefvolkswirt Laney, vielleicht die einflussreichste Person neben Lagarde in der EZB, der gesagt hat, ja, die Inflation in der Pandemie schwankt erheblich, aber sie bleibt übergeordnet niedrig, da lassen wir uns nicht beeinflussen, da sind viele Sonderfaktoren, die dann wieder vorbeigehen. Ganz, ganz große Frage, also auch hier wieder dieses Runterreden von Inflation. Alle, die mich anschreiben, und das sind viele, die aus ihrer Branche berichten, sagen, hier Preiserhöhungen etc., die massiv sind, die werden nicht sofort zurückgenommen. Deswegen ist eben in Frage gestellt, ob diese These der temporären Inflation wirklich haltbar sein wird. Wir werden sehen. Schauen wir uns aber mal die Bilanzen der Notenbanken an. Da sehen wir, die Fed ist bei 7,6 Billionen Dollar, die EZB deutlich drüber, 8,9. Damit etwa ein Dreiviertel des gesamten BIPs der Eurozone. Die Bank of Japan ist auch kein Waisenknabe, aber doch weniger. Und die People's Bank of China ebenfalls weniger als die EZB. Also die EZB ist so ein bisschen die doofeste aller Notenbanken. Derzeit die Chinesen haben schon ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Das werden wir gleich sehen, während die Amerikaner so ein bisschen jetzt erstmal auf halten sind, also nichts ändern, die EZB nach wie vor all in geht, die Bank of Japan hatte schon gesagt, wir werden so ein bisschen die ETF-Käufe reduzieren. Hier sehen wir mal die Folge unter anderem dieser Geldpolitik seit dem Jahr 2000. Wir haben ja hier in Deutschland massive Anstiege der Immobilienpreise. Das ist aber noch relativ harmlos im Vergleich zu den USA, zu Frankreich, Australien und vor allem Kanada. Und siehe da, es sind diese Länder, nämlich Kanada, Australien, Frankreich, USA, die am meisten gemacht haben in der Corona-Krise, die also am meisten Stimulus betrieben haben, denn wenn denen der Hausmarkt absäuft, der Immobilienmarkt, dann haben die ein richtiges Thema, das würde Volksvermögen vernichten, das so wundersam durch die steigenden Preise zuletzt gewachsen ist. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, wir sehen gestern, naja, wieder einer dieser scheinbar langweiligen Tage, Dow Jones plus 0,05%. Nasdaq 100 plus 0,28%, der S&P 500 plus 0,15%, der VIX allerdings, die Vola, über 5% gefallen, 17,16%, das ist der niedrigste Stand seit langem, aber trotzdem wir, naja, ich sag mal, einen relativ gemixten Markt hatten und sowohl S&P als auch Nasdaq 100 positiv waren, waren zwei Drittel der Aktien negativ, also nur ein Drittel der Aktien war positiv für am gestrigen Handelstag und das Volumen miserabel. Wir haben gestern das niedrigste Handelsvolumen des bisherigen Jahres gesehen, da ist also kaum etwas los, wenn da einer aus Versehen mit dem Kopf auf die Tastatur prallt und dadurch eine Kauforder auslöst, dann merkt man das sofort in den Charts, weil eben so relativ wenig los ist. Ruhe vor dem Sturm, komisch, was da derzeit passiert. Wir haben jetzt bald die Berichtssaison, die losgeht in der nächsten Woche. Es ist irgendwie so eine nachösterliche Dösphase, hat man fast das Gefühl, wenn wir uns mal anschauen, welche Sektoren gut gelaufen sind gestern. Communication Services, Technology, Financials, Energy. Auf der Verliererseite kaum Erwähnenswertes, bis auf Materials, also praktisch das, was in Sachen Infrastruktur wichtig wäre, minus 1,7%. Das zeigt so ein bisschen, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen beiden Infrastrukturplan doch deutlich geringer wird. Zumindest nach derzeitigem Stand. Wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, sehen wir, wir sind hier nach wie vor in diesem Aufwärtstrend mit vielen Gaps. Wir haben heute auf Future-Basis die runde Marke von 4.100 kurz überwunden, sind jetzt schon relativ stark überkauft und prallen
dann, was der ESI zumindest oben anzeigt und prallen jetzt auf die obere Aufwärtstrendlinie. Wenn wir uns mal jetzt diesen Global Liquidity Proxy anschauen, der also praktisch die Liquiditätsversorgung durch die wichtigsten Notenbanken der Welt zeigt und das mit dem S&P 500 abgleichen, sehen wir das relativ parallel gelaufen, aber der S&P 500 jetzt doch deutlich vorausgelaufen dieser globalen Liquidität, die ein bisschen stagniert bzw. leicht zurückgegangen ist wegen die Chinesen. Und haben wir ein neues Archegos, hier die Frage, die sich stellte, da gibt es eine Aktie, die heißt Academy Sports und da hat JP Morgan mal eben über 9 Millionen Aktien verkauft. Offenkundig ist da wieder jemand in Schieflage, ist zu stark in diesen Wert investiert, der nur raufgegangen ist. Jetzt geht es massiv nach unten. Wenn wir da wieder interessante Schlagzeilen hören, wie kürzlich, als Mr. Wang sich da vor allem in chinesischen Internetaktien und in Medien, US-Medienaktien verzockt hat. Und in Sachen Deutschland jetzt ein Bericht der ungemein textlastigen deutschen Zeitung mit den vier Buchstaben: Kanzlerin will Länderchefs entmachten. Wir haben jetzt über 20.000 Fälle wieder in Deutschland an Corona. Und jetzt eben die Frage, wird da sozusagen Merkel den Bundestag einschalten, um dann direkt agieren zu können, sich möglicherweise über die Ministerpräsidenten hinwegsetzen zu können. All das dann in Kombination mit der Frage Kanzler, Kandidat Söder oder doch Laschet, das ist das derzeitige Thema in den USA, in Deutschland sage ich schon. Am Montag sollte ja eigentlich dieser neue Gipfel wieder stattfinden, Kanzleramt, Ministerpräsidenten, vielleicht findet er nicht statt, dieses ewige Hickhack geht den Leuten ja sowieso nur noch auf die Nerven. Also, nach außen hin ein bisschen Ruhe, wir sehen aber, dass da durchaus irgendwie etwas brodelt geopolitisch. Wir haben jetzt diese Osterruhe, diese verlängerte Osterruhe nach den Gaps Montag und Dienstag. Heute, jetzt geht es zunächst mal freundlich los, aber wir sind schon ein bisschen überverkauft, was die kurzfristige Situation betrifft. Jetzt wünsche ich einen guten Start in den Tag und sage Servus und Ciao.